Ja, herzlich willkommen zum Hypnosalon. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mit dabei sind wie immer auch Frau Knihus in Gießen und der technische Support kommt aus Graz von Lisa Stehling und von Pascal Deger, der heute aus Leipzig das macht. Und ganz besonders freue ich mich, dass Boris Pigorsch aus Duisburg heute mit dabei ist. Der wird über die Versöhnung mit dem inneren Kritiker reden. Ich gebe das Wort weiter an Frauke, die Boris vorstellen wird. Genau, ganz herzlichen Dank auch an alle Unterstützer und alle Teilnehmerinnen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und ich freue mich sehr, heute Boris Pigorsch vorstellen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Boris. Ich erinnere mich noch an einen MEG-Kongress und die Party auf dem MEG-Kongress, wo es vorher dann Essen und Buffet gab und wir saßen nebeneinander. Und du hast mir von deinem Buch erzählt, Aussöhnung mit dem inneren Kritiker oder innerer Kritiker und Techniken für Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Und ich war sofort total interessiert. Du hast mir einige Übungen erzählt und ich dachte, wow, das muss ich unbedingt weiterverfolgen und bin total froh, dass wir dich hier für den Vortrag gewinnen konnten. Zu deiner Person, du bist approbierter Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie, aber hast gleichzeitig der Hypnotherapie dich zugewandt und bist zertifiziert von der Milton-Erickson-Gesellschaft, gibt es da viele Seminare und hast einen Kassensitz im Duisburger Süden. Du bist Supervisor und Selbsterfahrungsleiter und du hast, wie ich schon erwähnt habe, ein Buch geschrieben, Der innere Kritiker von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Belz Verlag. Und Rita Benagit und ich haben uns dich geschnappt und total gefreut, als du zugesagt hast für unsere neue Reihe Kompetenzbox. Und da wird im Frühjahr 2023 eine Box zum gleichen Thema für die Arbeit mit Klienten erscheinen, mit vielen, vielen praktischen Übungen. Und ich glaube, du wirst uns heute einen Mix geben, den wir sowohl für unsere Klienten anwenden können, als auch wovon Therapeuten, Berater, Coaches, Coachinnen selber profitieren können und darauf freue ich mich sehr und gebe den Bildschirm für dich frei. Ja, vielen Dank, liebe Frauke, für die nette Vorstellung. Danke auch an Manfred und an dich, Frauke, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein beim Hypnosalon heute. Und es soll wirklich ein sehr praxisorientierter Vortrag für euch sein. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich alle duze. Das fällt im Vortrag leichter. Der erste Impulse gibt, sich mit dem eigenen inneren Kritiker zu beschäftigen, den kennenzulernen, für sich auch als Therapeut, Therapeutin oder Coach und dadurch auch für Patienten noch mal ganz anders offen zu sein, die mit starken Kritikerthemen zu uns kommen. Es ist mir natürlich völlig bewusst, dass zur Vollständigkeit, dass es auch Kritikerinnen gibt. Also einmal wurde ich im Seminar darauf hingewiesen, dass es ja nicht nur die männliche Form gibt. Genau, also das erlebt jeder anders, aber viele beschäftigen sich und leiden auch unter diesem starken inneren Kritiker. Ich werde jetzt mal den Bildschirm freigeben, um dann zu beginnen. Das Layout schaut ein bisschen anders aus, die Inhalte sind aber die gleichen. Also Zielsetzung wäre für mich, für den Vortrag, dass ein Reflektieren beginnt, eigener selbstkritischer Anteile auch als Therapeut, als Therapeutin, ein Verständnis für die Entstehungsgeschichte des inneren Kritikers oder der Kritikerin. Und dann auch Mitgefühl für sich und Patientin zu entwickeln. Und meiner Erfahrung nach ist das Verstehen überhaupt dieser selbstkritischen Anteile ganz, ganz essentiell, um Mitgefühl entwickeln zu können, weil ohne Verstehen tappe ich im Dunkeln oder führe einen Kampf gegen den inneren Kritiker oder er mit mir und wechselseitig. Aber zu verstehen, wie er sich entwickelt hat, ist dabei ganz wesentlich. Und diese Faktoren tragen dann auch zur Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge bei. Und das ist mir ein riesiges Anliegen, dass wir in unserer Profession und in unserem Leben, aber auch dann natürlich unsere Patienten, Patientinnen, lernen, akzeptierender und wohlwollender mit sich zu werden und wirklich auch Zeiten der Muße und Zeiten von, ja, gut genug sein, ohne etwas dafür zu leisten, dass sie diese Erfahrung machen können.
Ja, es wird darum gehen, was ist ein innerer Kritiker? Genau, so ein bisschen Begriffsbestimmung. Was sind typische Aussagen? Was für Funktionen stehen dahinter? Aber vor allen Dingen auch, wie kann ich dieser inneren Kritik begegnen? Also es soll wirklich ein praxisorientierter Vortrag sein, aus dem ihr viele Anregungen mitnehmt, aus der ihr viel für eure Arbeit ziehen könnt, aber vielleicht auch fürs eigene Privatleben. Weniger ein theoretischer Diskurs über innere Anteile, Ego-States oder Introjekte, aber stark fokussiert auf, wie kann ich mir und dem Gegenüber da begegnen, wenn diese starke Selbstkritik auftaucht. Und klar ist, dass wir diese starken inneren Kritiker oder inneren Antreiber durch wichtige Bezugspersonen erfahren, durch wichtige Beziehungserfahrungen aufbauen und dass diese Moralvorstellungen und Werte unserer Gesellschaft auch sichern, denn wir lernen so, was erwünscht ist, was unsere Eltern, Erzieher, Lehrer erwarten und was dadurch auch unsere Zugehörigkeit sichert. Und das ist ein sehr, sehr existenzielles Grundbedürfnis, damit wir eben nicht Gefahr laufen, ausgeschlossen zu werden oder die Zugehörigkeit zur Gruppe zu gefährden. Und das ist, glaube ich, trotz unserer hochtechnisierten Zeit immer noch sehr, sehr stark verankert, dass viele, viele Menschen oder sehr viele einfach bedacht darauf sind, bloß die Erwartungen anderer zu erfüllen, diesen Normvorstellungen nachzukommen. Aber es ist natürlich neben diesen gesunden Moralvorstellungen und diesen gesunden Regeln der Gesellschaft auch ganz klar, dass viele sehr strenge, überkritische Anteile entwickeln. Und das sorgt für starken Leidensdruck, entweder bei der Person selber, aber auch beim Umfeld. Also das Workaholic-Verhalten oder den Fokus wirklich stark auf Fehler zu richten, auf Versäumnisse zu richten. Und wie viele Patienten oder ich kenne es auch manchmal von mir selber, richten den Blick ganz stark auf ganz kleine Fehler oder kleine Teilaspekte, die nicht so gelungen sind und vernachlässigen darüber, wie stark positiv und wie viel sie auch einfach hinbekommen und schaffen. Und da den Fokus wieder drauf zu richten und da wieder eine Wertschätzung auch sich selber entgegenzubringen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber auch das Umfeld kann darunter leiden, wenn Menschen sehr selbstkritisch sind, sehr schlecht Lob annehmen können oder sehr, sehr vielleicht auch exzessiv arbeiten oder exzessiv Tätigkeiten nachgehen. Das ist ja ganz klar. Es kann natürlich sein, in der Entstehungsgeschichte der Kritiker, dass ein Identifikationsprozess stattgefunden hat. Ich hatte mal eine Supervisantin, die fragte mich, wieso innerer Kritiker? Das bin doch ich. Sie war so stark identifiziert mit diesem inneren Kritiker, dass da kein Blatt Papier zwischenpasste. Und manche ahmen sicherlich auch Angriffe von früher nach, sei es von Erwachsenen oder von Gleichaltrigen in Schule oder anderswo. Und das dann auch am Ende das Nachahmen im Inneren, das Nachahmen dieser Beziehungserfahrung dazu führt, dass ich irgendwie versuche, eine letzte Übereinstimmung mit der aggressiven Bezugsperson zu schaffen. Also, dass dann das Selbstbild sich leider auch angleicht und dass, wenn jemand einen sehr strengen Vater hätte, dann stimme ich mit meinem Vater zumindest darin überein, dass ich nichts hinbekomme. Und das ist sehr traurig sicherlich, aber diese letzte Übereinstimmung ist ein möglicher Entstehungsweg, um das, was ich im Außen erlebt habe, im Inneren quasi nachzuahmen, weil ich es auch nicht anders kennengelernt habe und es sehr vertraut ist. Ja, ich habe auf vielen Seminaren und MEG-Kongressen auch O-Töne von Kollegen und Kolleginnen gesammelt und leider sind auch viele Kollegen und Kolleginnen sehr selbstkritisch. Und hier habe ich so ein paar wirklich fiese Kopfschmerzen verursachende Sachen aufgeschrieben. Und auch so ein paar Sachen, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so vermutet. Wie stelle ich immer zurück? Also wo jemand wirklich sich mit seinen Bedürfnissen und Wünschen stark zurückstellt und wirklich im Zaum hält, um, da kommen wir gleich noch drauf, das Gegenüber nicht zu enttäuschen. Oder irgendwann fliegst du auf, dieses Hochstapler-Syndrom. Viele wirklich gemeine und zum Teil sowas von ungerechte O-Töne von inneren Kritikern. Ich mache hier viel Gruppentherapie in Duisburg und das hat für viele einen sehr entlastenden Charakter. Aber auch wir selber in unseren Intervisionsgruppen oder Supervisionen, es kann so entlastend sein zu merken, dass es anderen auch so geht und dass kein Mensch damit allein ist. Viele das kennen.
Genau. Und da kann man schon mal vor Angst erzittern, wie auf dem Bild zu sehen ist. Aber wir wollen natürlich gucken, wie kann ich diesen inneren Kritiker vom Tyrann zum Diener machen? Oder von einem wilden Tier, was quasi gegen meinen Wagen schlägt, wie kann ich den zum Zugpferd machen? Also wie kann ich schaffen, dieses Antreiben und dieses Kritische auch zu utilisieren und nutzbar zu machen? Wann wird es ungesund, fragen manche. Und wenn man an Leistungssportler denkt oder auch Prominente oder auch Kollegen, natürlich, es bringt sowas, es bringt so tolle Leistungen hervor, herausragende Erfindung, herausragende sportliche Leistung oder anderes. Aber sicherlich, je mehr Leidensdruck entsteht, psychisch oder psychosomatisch, und die psychosomatischen Beschwerden sind ja auch nicht von der Hand zu weisen, oder je mehr in meinem Umfeld auch an Kummer entsteht, desto verdächtiger ist dieser innere Antreiber schon, dann doch ungesund zu werden. Und die Erfolge, der Applaus oder die Auszeichnung können dieses Schema verstärken. Ich will es nicht nur pathologisieren, es bringt wirklich hervorragende Sachen hervor. Und daran ist auch nicht zu kritteln, aber ich glaube auch, dass diese andere Kapazität, Zeiten der Regeneration, Zeiten, wo ich gut genug bin, Zeiten, wo ich, ja, so sein darf, wie ich bin, Muße und auch ohne Leistung okay bin. Dieser Gegenpol, den muss es unbedingt geben. Ich glaube, das gilt für so gut wie alle Menschen. Manchmal ist es natürlich auch so, dass diese Menschen mit starken inneren Kritikern das nach außen projizieren. Vielleicht kennt ihr das von euch oder von Patienten oder aus dem Umfeld, dass Menschen, die sehr, sehr kritisch nach außen sind, oft auch sehr selbstkritisch sind und das dann projizieren und das an anderen abarbeiten. Und leider entsteht dann oft auch eine Ablehnung. Wenn ich ständig motze, dann werde ich natürlich eher abgewertet oder abgelehnt. Und das kann dann diese Selbstablehnung bestätigen wie ein Zirkelschluss, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber auch sehr kritische Menschen im Außen, die nach außen sehr kritisch sind, versuchen oft den eigenen Selbstwert dadurch zu schützen oder auch sich aufzuwerten, was wir ja von narzisstischen Strategien auch kennen. Ja, wichtig ist an der Stelle für mich diese Folie, weil es darum gehen kann, einfach erstmal zu verstehen, wie entsteht so ein innerer Kritiker und auch ein Stück weit zu verstehen, ich bin nicht schuld daran, dass er entstanden ist, dass viele Bedingungen dazu beigetragen haben, dass dieser innere Kritiker so entstanden ist, wie er entstanden ist. Und dass viele Patienten oder auch wir selber ja auch Bezugspersonen hatten, die sehr selbstkritisch sind oder auch in Schule oder in Weiterbildung verschiedene Vorbilder hatten, die quasi das vorgelebt haben. Und ein Buch, ich übersetzt mal ins Deutsche, heißt, es fing nicht mit dir an. Also, dass Menschen, die sehr selbstkritisch sind, sich auch da nicht grämen sollten und am Ende sagen sollten, jetzt habe ich einen inneren Kritiker entwickelt, wie schlimm ist das denn, wie furchtbar ist das denn, sondern dass auch da die Geschichte schon lang vor mir angefangen hat und das oft, ja, zum Teil über Generationengrenzen auch hinausgegangen ist. Aber es entbindet uns nicht von der Verantwortung, finde ich, eben für sich selber die Verantwortung zu tragen, neue Prioritäten zu setzen und Selbstfürsorge endlich im Alltag zu üben. Und auch wenn es so ein bisschen predigend klingt, ich habe schon den Wunsch oder das Bedürfnis, dass dieses für sich sorgen und gut zu sich sein, den eigenen Körper gut behandeln, die eigene Psyche gut behandeln, auch unter Kollegen und Kolleginnen vielleicht einen noch größeren Stellenwert gewinnt in einer Arbeit, die ja viel Verantwortungsübernahme für andere mit sich bringt. Und dass wir, wenn wir mehr Verantwortung für uns üben, etwas wohlwollender werden, dass dann auch dieses Wohlwollen sich bestimmt positiv auf die Arbeit mit den Patienten und Patientinnen auswirkt. Eine hilfreiche therapeutische Haltung ist dann versuchen, wenn wir mit Patienten, Patientinnen zu tun haben, eher annehmend zu sein, respektvoll zu sein. Also, dass wir auch diesen inneren Kritiker nicht so sehr als gar Gegner oder Feind betrachten, der quasi wegtherapiert werden muss.
Ich möchte doch ein, zwei Ausnahmen benennen, sicherlich im Traumabereich oder wenn es um Täterintrojekte geht, ist das oft sehr wichtig, eine starke Grenze zu ziehen und diesen inneren Verfolger oder diesen gar inneren Zerstörer wirklich stark zu begrenzen und dem etwas entgegenzustellen. Aber wenn wir von inneren Kritikern sprechen, wie ich sie ebenso skizziert habe, dann ist es tatsächlich wichtig, weniger in das Modifizieren oder in den direkt so eine Art Ausreden zu gehen, die Patienten überzeugen, dass sie doch gut genug sind, sondern eher erstmal sich dafür zu interessieren, wie hat sich das bei dir entwickelt? Welche Vorbilder hattest du? Wie kommst du darauf, dass XY so streng ist? Also in der Art Stühletechnik mit dem inneren Kritiker. Wir kommen gleich zum Interview. Überhaupt erstmal Kontakt aufzunehmen, freundlich und auch geduldig und diesen Widerstand gegen Positives oder gegen ich bin gut genug auch nicht zu sehr als ja Defizit zu sehen. Und Gunther Schmidt hat mal sehr treffend gesagt, eben, dass das Symptom auch einen Lösungsversuch darstellt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch bei diesem Thema innerer Kritiker und Aussöhnung mit dem inneren Kritiker. Ein berühmter Zen-Meister und Friedensaktivist, Thich Nhat Hanh, Anfang des Jahres im hohen Alter verstorben. Ein ganz faszinierender Mann. Es läuft jetzt auf YouTube, gibt es einen kleinen Film über ihn, halbe Stunde lang. Hat das so auf den Punkt gebracht, dass quasi auch das Verstehen und Versuchen zu verstehen, was beim Gegenüber los ist, aber auch bei mir, wenn ich selbstkritisch bin, was ist da los und wieso tue ich das? Wieso tue ich das mir an, dass das schon etwas Liebevolles sein kann, also wirklich der Versuch zu verstehen und nicht zu schnell Schubladen aufzumachen oder zu schnell eben auf die Abwertung eine weitere hin draufzusetzen, sondern versuchen in der Selbstreflexion oder im Gespräch auch erstmal wirklich zu untersuchen, was ist da los? Und dass das schon etwas Liebevolles sein kann, ja, ist, glaube ich, ganz naheliegend. Das Kritikerinterview findet sich in meinem Buch, aber auch im Methodenschatz, was ich jetzt eben gehört habe. Das ist eine Möglichkeit, diesen inneren Kritiker kennenzulernen. Also es gibt eine Möglichkeit, an das Interview zu kommen. Und das Interview ist sehr von eben Geduld und Wohlwollen geprägt. Und mir ist wichtig, dass wenn jemand das Interview ausprobiert mit seinen Patienten, dass dann dieses Interview eingebettet ist in einen Therapiekontext. Das steht auch in der Anleitung, dass es nicht zu Beginn der Therapie gemacht wird und auch nicht, wenn jemand ja suizidal ist oder psychotisch, aber dass in vielen Fällen bei einer guten Therapiebeziehung ich mit dieser Art von Stühletechnik diesen Kritiker kennenlernen kann und fragen kann, wo kommst du her, wie lange gibt es dich schon, was ist passiert und dadurch Vertrauen auch gewinnen kann. Und manchmal kommt es dann zu so einer Art Knackpunkt, wenn zum Beispiel ich frage oder Kollegen fragen, ob die Person, um die es geht, also die Hauptperson, der Patient, die Patientin, ob sie sich schon mal bedankt hat, was der Kritiker für sie schon im Leben geleistet hat, wohin er sie gebracht hat. Und vielleicht habt ihr eigene Erinnerungen daran, wo euer Antreiben oder eure auch selbstkritische Haltung euch geführt hat zu vielleicht überhaupt das Studium zu schaffen oder die Ausbildung oder mit Kindern, ja, Kinder und Familie und Job zu vereinbaren und überhaupt den Alltag bestreiten zu können. Also an der Stelle ist Ausnahmen halt, habe ich eben benannt, aber in vielen Fällen kann diese Wertschätzung sogar viel Druck aus dem Kessel nehmen, dass man am Ende mit dem Kritiker sogar eine Art Verhandlung führen kann, wie er bleiben kann, aber eben auch mal Pausen bekommt. Weil ich behaupte, die inneren Kritiker sehen sich insgeheim auch nach Pausen, auch wenn sie das nicht unbedingt zugeben. In der Therapie nutze ich manchmal auch gern so klassisch VT-Werkzeuge, dass mit einer Plananalyse eben wir gucken können, was gibt es da für Zusammenhänge zwischen dem beobachtbaren Verhalten, zum Beispiel der Aufopferung für andere. Was für Pläne stehen da drüber, wie sei immer für andere da oder kümmere dich um sie oder kümmere dich um ihn. Es sind oft Pläne, die schon auch sehr alt sind und manchmal wie
gesagt über Generationengrenzen gehen. Oberpläne wie du musst dich zurückstellen, du musst für andere erstmal da sein, was dann wiederum das Grundbedürfnis nach Bindung ansteuern kann, weil ich dadurch wichtig für den anderen bin, weil ich dadurch einen Sinn habe, weil ich dadurch vielleicht auch vom anderen Wertschätzung und Anerkennung erfahre und die Bindung aber dadurch sichere. Es ist sehr, sehr spannend, auch diese Funktion wirklich in Ruhe zu beleuchten, damit man überhaupt ja hinter die Kulissen blickt. Und Klaus Grawe, der wirklich ganz wunderbar diese Grundbedürfnisse, also ein Modell über Grundbedürfnisse postuliert hatte, hat dann eben auch das Grundbedürfnis nach Unlustvermeidung aufgeführt. Und in Bezug auf den Kritiker ist das natürlich auch zu finden. Das könnten so Sachen sein wie, ich möchte keinen Schmerz erleben, ne? Ich möchte keine Kritik erleben, ich möchte keine Blamage erleben. Du darfst keine Schwäche zeigen, auch so ein Stück weit so ein Panzer tragen, was sicherlich oft auch nötig ist oder wir auch brauchen. Aber es braucht auch Räume, es braucht Schutzräume, es braucht ja innere Räume, wo ich mich hin zurückziehen kann und wo ich gut genug bin. Also ich innerer Kritiker, dieses sehr Antreibende kann auch damit zu tun haben, mich vor Kritik zu schützen, immer besser zu werden, bloß keine Angriffsfläche zu bieten. Das ist oft sehr stark auch aus Kindertagen geprägt. Moment, hier war vielleicht noch der Lustgewinn, sollte ich noch sagen. Ich glaube, der kommt später nicht. Also auch Lustgewinn, Bedürfnis nach Lustgewinn, Erfolge feiern, Preise bekommen, Curricula abschließen, Lob und Anerkennung bekommen. Das Bedürfnis nach Lustgewinn ist natürlich auch eng verwoben mit dem inneren Kritiker. Und die Gefahr ist einfach, das hat mal eine Nonne formuliert, wenn ich mich sehr abhängig mache von diesen äußeren Bedingungen, wenn mein Selbstwert, wenn ich denn davon abhängig mache, dass äußere Bedingungen erfüllt sind, dann kann es natürlich kritisch werden, weil dann die äußeren Bedingungen niemals stabil sind. Es kann immer jemand geben, dem ich nicht gefalle oder der meinen Vortrag nicht gut findet. Und das ist sehr wichtig zu erkennen, dass diese äußeren Bedingungen quasi eine Art Zünglein sind. Wenn ich meinen Selbstwert daran messe und daran aufhänge, dann wird es natürlich kritischer. Selbstwerterhöhung, genau, das habe ich jetzt gerade genannt. Noch eine Weiterbildung, nichts gegen Weiterbildung, aber wenn ich quasi glaube, nur gut genug zu sein, wenn ich wirklich x Curricula mache. Und das ist was anderes als eine Neugier, die ist ja gut und lernen wollen. Aber ich glaube, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die schon jetzt eben so tolle Arbeit leisten, dass sie das anerkennen könnten. Kontrolle ist sicherlich ganz eindeutig. Keine Schwäche zeigen, keine Fehler machen, Erwartungen erfüllen, ist sehr stark mit dem inneren Kritiker verknüpft und verbunden. Und auch, wie ich eben gesagt habe, Bindung. Ich glaube sehr stark, dass Bindungsmotive auch dieses Streben nach Anerkennung und auch sich antreiben oder sich ausschimpfen, dass das stark dazu auch dient, entweder Strafe zu entgehen oder Strafe vorwegzunehmen, damit sie nicht mehr so weh tut oder eben Erwartungen zu bedienen. Es können auch andere Gefühle maskiert werden. Trauer, Angst, Scham, sicherlich viele verschiedene. Und was ich ganz, ganz wirklich interessant fand, war, dass es in Japan wohl eine Reparaturmethode gibt, wo in einen bestimmten Reparaturkit Goldpartikel eingestreut werden, sodass quasi die Fehlerhaftigkeit eine Wertschätzung bekommt. Und das fand ich sehr schön, weil wir alle haben Risse, wir haben Narben, wir haben Verletzungen abbekommen. Und wie wäre das, wenn wir diese Risse und diese Narben versuchen, fürsorglich zu behandeln und dadurch auch sagen, vielleicht sagen, die gehören zu meinem Leben. Die sind Teil meines Lebens und die haben auch einen Wert als Erfahrung im Leben. Und deshalb bin ich darüber gestolpert. Wir können es visualisieren, den Umgang mit dem inneren Kritiker auf dem Flipchart oder Whiteboard mit Patienten. Also der innere Kritiker, der im Konflikt steht mit Angst oder Trauer, weil Gefühle zu zeigen ist gefährlich, ist schwierig. Gefühle zu zeigen kann mich angreifbar machen. Aber, und das ist vielleicht etwas verwirrend, der innere Kritiker, der dadurch auch versucht,
das ängstliche Kind oder das traurige Kind, den kindlichen Modus, würden Schematherapeuten sagen, oder das verletzte innere Kind eben zu schützen durch diese harte Fassade, durch das Angreifen, durch das Kritische. Die liebevolle Begleiterin findet der Kritiker natürlich gar nicht gut, weil die sagt sowas wie, du bist okay, du bist in Ordnung oder mach mal Pause. Und das ist sicherlich für den inneren Kritiker gefährlich, weil wenn ich Pause mache, ist vielleicht jemand nicht zufrieden mit mir oder es gibt Kritik oder es ist nicht gut genug. Also darum beobachtet der innere Kritiker das auch mit Argusaugen. Und bitte, ich bitte um ja Vorsicht oder ich werbe um Vorsicht, weil wenn wir in der Therapie zu positiv manchmal versuchen, Patienten zu, ja, auf ihre Stärken zu bringen oder dazu zu bringen, dass sie die Stärken sehen, bei starken inneren Kritikern kann das sogar dieses Feuer des inneren Kritikers wie Sauerstoff auflodern lassen. Aber sicherlich auf lange Sicht gesehen, wenn wir mit dem inneren Kritiker verhandeln und zum Beispiel mit dem Interview ihn verstehen lernen, dann beruhigt er sich ein bisschen und dann lässt er vielleicht auch den Mut oder auch die liebevolle Begleiterin mal zu Wort kommen. Das kann man auch in der Stühletechnik dann ausprobieren. Jeder kann für sich, nicht unbedingt jetzt ad hoc, aber in Ruhe mal reflektieren, vielleicht auch im Nachgang an das Seminar, was möchte mein innerer Kritiker für mich erreichen? Wo versucht er mich zu schützen? Oder auch in der Intervision, das einfach mal thematisieren, sofern das Vertrauensverhältnis da ist. Und damit zu schauen, kann ich hinter die Kulissen schauen, erkennen, wie sich dieser innere Anteil entwickelt hat und was er braucht. Und was braucht er vielleicht jenseits von Erfolgen oder Applaus? Vielleicht braucht er auch wirklich, der jemand ihm sagt, du darfst auch Pause machen. Du darfst auch mal ausruhen, weil dieses Ausruhen ist sicherlich zu kurz gekommen in manchen Fällen. Und vielleicht kennt ihr das Sprichwort, von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Also an der Stelle versuchen, vielleicht auch mal neben dieses Hamsterrad zu gehen und dadurch selber wieder entscheiden zu können, was ist mir wirklich wichtig. Also als wichtiger innerer Beschützer können wir den inneren Kritiker verstehen, der eben versucht, auch die Bedürfnisse des Kindes, die auch im Erwachsenenalter noch spürbar sind und auch die Erwachsenen dann beschäftigen, zu befriedigen. Und auch sicherlich damit zu versuchen, Liebe und Zuwendung zu erfahren. Wie gesagt, die aber, wenn ich es nur im Außen suche, leider nicht so stabil ist, wie wenn ich auch lerne, das im Inneren zu suchen. Ein Modell, was ich auf der Tagung in Bad Kissing kennengelernt habe, war von einer schwedischen Kollegin, Frau Kockum, was auf Dr. Schwarz' Arbeit zu Internal Family Systems zurückgeht. Also es geht um dieses Herzstück der Übung. Ich möchte jetzt nur kurz darauf eingehen, dass wenn wir Verletzungen erlitten haben und dann auch Firefight, das nannte er das, oder Feuerwehren, wenn wir quasi Bewältigungsstrategien erarbeitet haben, wie Alkohol, Affären, Essen, Arbeiten oder auch den inneren Kritiker, dass wir lernen können, durch auch gute Beziehungserfahrungen, Freundschaften, Partnerschaften, Therapie, dass wir lernen können, dass es auch dieses Herz der Übung gibt, in der wir schon jetzt in Ordnung sind. Und ein Teil davon kann sein, und das wäre mir auch wichtig, spürbar werden zu lassen, dass wenn wir uns regulieren und wenn wir die Hand auf unser Herz legen und es ernst meinen, dass wir dann auch lernen können, uns schon jetzt im Hier und Jetzt, eben im gegenwärtigen Moment zu beruhigen. Und da lade ich alle zu ein, vor den Rechnern, dass ihr alle mal, wenn das okay ist, wer nicht möchte, macht nicht mit, die Hand auf das Herz legt, vielleicht die andere auf den Bauch und ich euch durch eine ganz kleine Übung führe, die wirklich so vielen meiner Patienten schon hilft und die so leicht ist und die unsere Vagusbremse aktiviert und unser Nervensystem reguliert. Und vielleicht spürst du noch am Anfang deinen
Kontakt mit dem Stuhl oder der Sitzfläche. Spürst die Füße vielleicht auf dem Boden. Und vielleicht gehen dir noch ein paar Gedanken durch den Kopf. Während im selben Moment du den Kontakt deiner Hand mit dem Brustkorb, mit dem Herz spürst, den Kontakt des Daumens, den Kontakt des Zeigefingers, den Kontakt des Mittelfingers, den Kontakt von Ringfinger, kleinem Finger. Vielleicht spürst du auch die Wärme deiner Hand oder die Kühle. Vielleicht spürst du auch diesen leichten Druck der Hand. Und wenn Gedanken da sind, Gefühle, dann sind das ganz normale Vorkommnisse. Dann nimmst du das wahr und kehrst zu deiner Hand, kehrst zur Übung zurück. Und im Kleinen spürbar werden zu lassen, manchmal die Atmung, die ein bisschen langsamer wird. Manchmal die Muskeln, die sich entspannen und lösen. Auf deine eigene Art und Weise zu spüren, was du spürst, wenn du Hand auf Herz dir diese kleine Auszeit nimmst. Und dann komm wieder zurück. Ich lade dich ein, die Übung zu beenden für diesen Moment und dich wieder zu orientieren. Und vielleicht wirkt es noch ein bisschen nach und kann länger und länger nachwirken und dich daran erinnern, dass diese Zeit ganz wertvoll sein kann, um zur Ruhe zu kommen, um dich gut zu behandeln und dadurch auch ja, im Alltag für Familie und Patienten gut da sein zu können. Und dass am Ende, wenn du, falls du dich angesprochen fühlst, mit deinem inneren Kritiker, mit deiner Antreiberin arbeitest und sie lernst besser zu verstehen, dass es dann quasi wie eine Lotusblüte sein kann, die aus einem sehr morastigen, dunklen Untergrund überhaupt erst wächst und am Ende aber Mitgefühl und Verständnis für andere Menschen und Patienten, die damit kommen, quasi aufblühen lässt, dass quasi aus dem auch vielleicht morastigen und schmerzhaften am Ende auch etwas sehr Schönes im Sinne von Mitgefühl und Unterstützung erwachsen kann. Ein Entwicklungspsychologe hat es mal so formuliert, dass wir nicht unbedingt die Survival of the Fittest sind, sondern dass die eher überleben, die gut genährt sind. Die gut genährt sind durch ein gutes Umfeld, die vielleicht auch gut genährt sind tatsächlich durch gute Nahrung. Das Darmnervensystem scheint ja eine immer größere oder man erkennt die immer größere Rolle oder die bedeutsame Rolle für psychische Gesundheit, aber auch, dass wir unsere Beziehungen, die uns wohltun, aber auch Muße und Erholungszeiten für uns pflegen, um so wirklich auch gut zu leben und gut diese wirklich sehr, sehr unruhigen Zeiten zu meistern und quasi auch diesen Konflikt im Inneren, wenn es ganz arg ist, diese Auseinandersetzung im Inneren lernen zu beenden, sodass das dann auch nach außen strahlt.
wenn wir besser mit uns umgehen und auch mal fünfe gerade sein lassen, dass das dann auch unseren Beziehungen und unserer Umwelt sehr gut tut. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann teilt doch mal ein kleines Beispiel mit uns im Chat. Was gelingt mir im Alltag recht gut? Und ich meine wirklich kleine Dinge. Was für kleine Dinge gelingen mir im Alltag gut? Denn diese kleinen Dinge sind kostbar. Es muss nicht immer groß sein oder herausragend oder, weiß ich nicht, Goldmedaille, sondern alltägliche kleine Dinge. Und wer Lust hat, schreibt was in den Chat. Ich hoffe, das geht jetzt schon. Es müsste technisch ja schon, ist ja alles freigeschaltet. Genau. Was gelingt mir gut? Und wenn das gerade noch nicht möglich ist, dann könnt ihr das am Ende des Vortrags machen. Was gelingt mir gut? Beziehungsweise, was ist eine Stärke von mir? Das zurückzumelden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und so kann man dieses Kritische und so kann man dieses vielleicht auch manchmal Traurige oder Ängstliche, was damit verbunden ist, so wie Rumi ausdrückt, vielleicht auch als Gast sehen, als einen Besucher, der es nicht böse mit mir meint, sondern dass ich diese Seite an mir selber kennenlerne und dass ich diese Seite versuche, vielleicht auch irgendwann lächelnd zu begrüßen und zu sagen, ah, da bist du wieder. Ah, ich kenne dich doch. Ach genau, da schreiben schon die ersten was in den Chat, was sie gut können oder was ihnen gut tut. Wenn ihr Lust habt, schreibt ruhig weiter. Also am Ende auch die dunklen Seiten zu integrieren und vielleicht auch mit Hand aufs Herz wohlwollend begleiten. Weitere Selbstfürsorge praktizieren, das hoffe ich sehr. Ich habe jetzt das Volleyball entdeckt, aber auch andere kleine Auszeiten sich zu gönnen und dadurch wirklich diese Muße und diese Regeneration und dieses Loslassen von Erwartungen wirklich handfest zu üben. Am Sonntag waren wir am Tag der offenen Tür in einem der Klöster Thich Nhat Hanhs in Waldbröl im EIAB, wenn man das googelt, EIAB und Kloster. Das ist im südöstlich von Köln, ein ganz wunderbarer Ort, wo man wirklich einfach nur da sein kann und wirklich ja sehr genährt und sehr wohlwollend auch behandelt wird. Das ist sehr, sehr schön dort. Und du kannst dich fragen, was willst du fortführen, ausprobieren oder eben wieder aufleben lassen, damit du dieses Gegengewicht wieder schaffst und damit du dir selber auch signalisierst, es ist gut genug, es ist genug, es reicht und schlaf genug und tu für dich Gutes, auf das es dann auch im Außen Wirkung zeigt. Sodass eben wie Oscar Wilde, da fehlt ein L, es tut mir leid, dass Oscar Wilde mal ausgedrückt hat, dass eben nicht das Vollkommene, sondern das Unvollkommene unserer Liebe bedarf, dass wir eben besonders mit den Schwächen oder mit den vermeintlichen Versäumnissen wirklich lernen können, liebevoll umzugehen. Ja, so gegen Ende kann ich noch einige Bücher empfehlen. Also Ajahn Brahm ist ein englischer Mönch, der in Australien Abt ist. Ganz wunderbar, viele kennen ihn sicherlich, mit humorvollen und sehr manchmal auch englischem Humor versehenen, entweder Büchern oder Videos, wirklich ganz tolle Sachen macht, wie ich finde. Und Tara Brach ist eine amerikanische Meditationslehrerin. Also von daher, da lasst euch anregen, aber es gibt sicherlich noch viele, viele andere Sachen. Es gibt so viele, die Bücher von Thich Nhat Hanh. Ich habe hier eins stehen. Es sind einfach sehr, sehr, sehr schöne Quellen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, um eben diesen Weg der Aussöhnung zu beginnen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Art Entscheidung ist, die wir treffen können, dass wir nämlich zwei Dinge natürlich ganz stark in unserer Hand haben, nämlich unsere Bewertung und unser Verhalten.
Wir können nicht beeinflussen, was uns dargeboten wird. Leider auch eben oft das Wetter oder äußere Umstände. Dass wir aber eben üben können, wie bewerte ich Fehler, wie bewerte ich Versäumnisse, wie bewerte ich Alltägliches, was gut klappt. Und kann ich mit einem kleinen Abendritual oder mit einem Dankbarkeitstagebuch auch lernen, diese Lichtblicke wieder zu erkennen. Und mit den Handlungen kann ich eben beeinflussen, was morgen gewachsen sein wird. Und wenn ich mich heute besser um mich kümmere, kann ich morgen vielleicht auch Zufriedenheit oder eine gute Beziehung ernten. Das wären meine Impulse für euch. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das wäre mir wichtig. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr das noch ein bisschen nachspüren lassen. Einfach spüren, wie es euch geht, was Fragen sind. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Gartenarbeit, Yoga, Pilates, Kochen oder eben, was ich hier hatte, eine Metta, das gehe ich nochmal zurück. Es gibt ja die Metta-Meditation, auch also Meditationsform, wo es darum geht, eben liebevolle Güte zu praktizieren. Das sind oft so Formeln wie, mögest du gesund sein oder mögest du frei sein von Ängsten, mögest du gelassen sein. Und wichtig ist aber meiner Erfahrung nach, dass jeder auf sich eben achtet, was genau in diesem Versöhnungsprozess ihm oder ihr gut tut und dass keiner sich zu Übungen quasi zwingt, nur weil die anderen die gut finden, sondern dass jeder diese Art der Selbstfürsorge selber eben nochmal für sich herausfindet, praktiziert. Und ja, vielleicht macht ihr das auch schon alle. Ich denke, viele haben auch schon für sich was gefunden, wo diese Selbstfürsorge eben als Gegengewicht, als Gegenpol dann auch gelebt werden kann. Und diese Bewertung im Endeffekt dann auch zu verändern und auch das Selbstbild zu verändern, ist, glaube ich, etwas, was in ganz kleinen Schritten in der eigenen Hand liegt und dann eben von Freunden, Bekannten oder anderen Impulsen gestützt werden kann. Und manche meiner Patienten sind erstmal überrascht, weil sie glauben, diese Bewertungsprozesse nie ändern zu können. Aber wer es anfängt zu üben, spürt, dass eben kleine Entlastungen dann doch kommen. Und ja, ich hoffe, es war was dabei für euch und es hat mir viel Freude gemacht und ich freue mich jetzt gleich dann auf den Austausch mit euch, auf die Fragen und später auch auf WonderMe. Ja, vielen Dank, lieber Boris, für die vielen Anregungen und für das Beruhigende, das in deinen Ausführungen bei mir rüberkam. Und für mich war es vor allem sehr fürsorglich, fremdfürsorglich von dir zu mir, dass du so gut in der Zeit bist. All das fand mich wirklich wunderbar. Während Sie jetzt die Fragen und Anmerkungen in den Chat schreiben, möchte ich kurz einige Informationen hier Ihnen zugänglich machen. Der Hypnosalon ist Teil des Methodenschatzes. Da sind wirklich, wirklich gute Sachen drin. Das ist ein echter Schatz. Und von Boris gibt es da den Ablaufplan für das Kritikerinterview, sodass Sie das gut nach und mit Ihren Klienten mitmachen können und auch mit sich selber. Und es gibt schon seit langem da auch diese Hand aufs Herz-Übung, die Sie hier auch kennengelernt haben. Wenn Sie sich mehr damit beschäftigen wollen, dann müssen Sie leider noch bis zum Frühjahr warten, weil Boris eine Multimedia-Box zur Arbeit mit dem inneren Kritiker gerade erarbeitet. Ist schon sehr weit, aber bis es dann erscheint, wird es leider früher werden, aber jetzt will ich erstmal die Diskussion freigeben und an Frauke weitergeben, die das moderieren wird. Vielen, vielen Dank, Boris. Ich finde, man hat richtig gemerkt, als wir die Übung gemacht haben, wie die ganze Atmosphäre sich verändert hat, ne? Und sowohl bei dir die Stimmung anders war, die Sprache anders war. Und das ist ja eins dieser faszinierenden Dinge. Es ist eine ganz kurze Zeit, eine ganz kleine Übung, aber man kommt in einen ganz anderen Modus.
Und da war auch eine Frage, hast du noch eine kleine Übung, mit der man, also für den Alltag, mit der man einsteigen kann in den Integrationsprozess oder den Aussöhnungsprozess? Also es gibt hier viel Interesse an der Praxis. Ja, eine ganz kleine Übung, die könnte darin bestehen, dass ihr euch 4 Minuten Zeit nehmt. Natürlich, jetzt kommt wieder das, was manche nicht so gerne hören, am besten jeden Tag, im Zweifel alle 2 Tage. Und in den 4 Minuten, so einfach das auch klingen mag, dem Atemrhythmus folgt. Also quasi den Einatmen damit begleitet, dass ihr sagt ein und beim Ausatmen aus. Und beim Einatmen ein und beim Ausatmen aus. Also darüber den Körper zu beruhigen und dem Körper was Gutes zu tun, überhaupt wieder mit der Vagusbremse dann in sicheres Fahrwasser zu kommen, nimmt schon Druck aus dem Kessel, den man gut auch mal zwischen 2 Therapiesitzungen brauchen kann. Und die 10 Minuten dann nicht mit Internet oder vielleicht irgendwas, sondern dann auch mal mit dieser kleinen Atemübung zu füllen. Ganz einfach und doch sehr effektiv. Okay, wunderbar. Es gibt noch eine Frage zum Kritikerinterview, nämlich zum Ablauf. Den haben wir jetzt im Methodenschatz. Magst du dazu noch was sagen? Oder ich kann das auch mal kurz einblenden und vielleicht hast du noch einen Praxistipp dazu oder so. Ich mal ein und ich mache das Licht einmal an, weil es gerade recht dunkel ist. Alles klar, super. Also, wir haben ja den Link in den Folien im Vortrag im Chat, wenn Sie auf den Methodenschatz gehen und dann auf zurück. Hier finden Sie ganz viele Themen und hier ist der innere Kritiker. Ich finde, es ist mit einem sehr guten Bild illustriert. Da ist das Handout und hier ist der Ablaufplan. Ich blende es mal ein. Du hast am Anfang Tipps, wie du gesagt hast, wie man das einbettet. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass man es möglichst gut sieht und möglichst viel. Und ich scrolle einfach weiter, wenn du sagst, so jetzt musst du noch eins weiter runter oder bei dem Punkt bist. Magst du was erläutern? Ich habe ja eben schon ein bisschen was zur Kontraindikation gesagt. Also wenn jetzt jemand ganz frisch bei mir ist, ist ja ganz klar, ich fange nicht in Sitzung 2 oder 3 vielleicht sofort damit an. Oder wenn jemand suizidal ist oder zu krassen Dissoziationen neigt, also dann bin ich vorsichtig. Aber bei vielen Depressiven oder Patienten mit Angststörungen ist das sehr lohnenswert eingebettet in eine Therapie mit ausreichend Beziehungskredit, dann mit dieser Stühletechnik zu arbeiten. Wichtig ist mir, wenn du das so fragst, eben sehr wertschätzend zu sein, sehr neugierig zu sein, aber durchaus auch authentisch. Und wenn ein Kritiker was sehr Hartes sagen würde, würde ich durchaus auch sagen, oh Mann, das tut richtig weh schon beim Zuhören. Also tatsächlich durchaus auch mal authentisch eine Reaktion spiegeln auf das, was derjenige mir dann sagt. Wenn ich frage, wie alt bist du, gibt es oft natürlich sehr starke Hinweise darauf, dass sich das Kritische als Reaktion auf kindliche Ängste entwickelt hat oder auf kindliche Traurigkeit. Und dann kann eben so eine Art Würdigung passieren. Wie gesagt, Täterintrojekte, ritualisierte Gewalt, es gibt so ein paar Ausnahmen, das möchte ich nicht in einen Topf geworfen haben. Und dann kann ich, wenn es gelingt, ein Vertrauen aufzubauen, dass der Kritiker auch merkt, ich werde hier ja gar nicht wegtherapiert, dass dann eine Art Vertragsarbeit geschehen kann. Kann der Kritiker sich mal ausruhen? Kann ich auch mal 5 gerade sein lassen, um dadurch vielleicht sogar effektiver zu sein? Das weiß man ja heutzutage, dass das hochgradig effektiv ist. Auch mal Muße, auch mal in den Himmel gucken. Und dass dadurch sogar der innere Kritiker sich vielleicht am Ende denkt, okay, wenn das sogar effektiver ist, ja gut, dann lasse ich mich darauf ein. Und wichtig ist auch, das geht manchmal nicht alles in einer Stunde, also dass das wirklich wie im Punkt 7 steht, durchaus vertagt werden kann, dass diese Schritte, dass man so Verhandlungsabschnitte macht. Und genau, nochmal eben, es war auch schon so eine Frage im Chat, sehr vorsichtig damit zu sein, zu plakativ, positiv dem Kritiker irgendwas ausreden zu wollen, sondern wirklich erstmal nur zuhören und wertschätzend sein. Okay, vielen Dank. Und damit kommen wir auch zu 2 Fragen im Chat, die man vielleicht, ich stelle sie mal zusammen, weil ich mir vorstellen könnte, dass du sie auch zusammen beantworten kannst oder willst. Ansonsten machst du eine nach der anderen.
Das eine ist, wenn jetzt jemand sehr starke Widerstände hat und überhaupt zu sehen, dass er einen inneren Kritiker hat oder wieder entstanden ist. In meiner Familie war alles in Ordnung. Wie gehst du damit um? Oder ich bleibe mal erstmal hierbei. Vielleicht ist es zwei zu unstrukturiert. Genau. Ich hätte jetzt fast gesagt, nein, in Ihrer Familie war nicht alles in Ordnung, aber das würde ich natürlich nicht sagen. Es kann ja durchaus auch so sein, dass derjenige das eben genauso erlebt. Und dann würde ich erstmal im Pacing genau damit gehen. Gut, dann war da alles in Ordnung. Ich habe neulich noch eine Patientin gehabt und da habe ich wirklich, das hat man ja selten, kaum Hinweise gefunden, wie das entstanden sein kann. Dann sagen wir einfach, dann ist das so. Dann haben wir da kaum Hinweise. Und dann arbeiten wir aber im Hier und Jetzt damit, dass die Person wohlwollend damit sich umgehen kann. Also sich nicht in irgendwelche eigenen Konzepte verbeißen, wisst ihr? Oder sich da, ne, das muss jetzt die Mutter gewesen sein, oder sondern wirklich auch zu respektieren, wenn jemand sagt, nein, da war alles in Ordnung. Und so einen Restzweifel haben wir als Berufskrankheit ja immer. Aber gut, da würde ich jetzt nicht drauf beharren. Und das heißt, auch wichtiger für dich als das Verstehen ist die Frage, wie geht's Ihnen besser? Also, ne, selbst wenn wir es nicht verstehen, können wir in die Lösungsorientierung gehen. Ja, genau. Und willst du was verändern? Also, wenn du drunter leidest, was willst du daran verändern? Und sei es in winzigsten Schritten. Oder sei ehrlich, willst du das beibehalten? Weil es ist der leichtere Weg, im alten Muster zu bleiben, auch wenn der viel Leid dann mit sich bringt. Willst du diesen leichten Weg mit Leid weitergehen oder den schwereren gehen, der total komisch ist, aber auf lange Sicht dich entlastet? Und diese Verantwortung versuche ich schon oft zurückzugeben, damit man nicht ohne Auftrag da vor sich hin arbeitet. Ja, das finde ich schon wichtig. Und das heißt, ich sage immer, die Klienten können sich für alles entscheiden, aber bitte sehenden Auges, also dass man nicht irgendwo reinrutscht, sondern dass du mit ihnen dann erarbeitest, Variante A, Variante B, was sind die Vor- und die Nachteile, was möchten sie, und die Verantwortung zurückgeben, aber auch jegliche Entscheidung dann respektieren letzten Endes. Auf jeden Fall. Genau. Hier gibt es noch eine Frage, wie kann man denn erkennen, dass das Thema innere Kritiker sehr stark ausgeprägt ist? Also ein Fallstrick, der hier genannt wird, ist, wir sind darauf gepolt oder wir loben vielleicht auch sehr gern und nehmen uns dadurch vielleicht auch die Chance, den inneren Kritiker zu Wort kommen zu lassen oder ihn zu erkennen. Oder woran kann man es generell erkennen, dass er stark ausgeprägt ist? Was sind so Signal- oder Warnhinweise für dich? Also meine Erfahrung ist eher nur meine, dass Menschen sich eher selten loben, weil dann dieses üble deutsche Sprichwort Eigenlob stinkt dann doch noch verbreitet ist. Ich rede jetzt nicht von narzisstischem, ja, sich selber hochjubeln, sondern dass ein gesundes Selbstlob oft Menschen eher schwerfällt. Gut, wenn Menschen sich sehr viel selber loben und gar nicht hinter die Kulissen gucken, kann man, wenn es um Therapieprozess geht, natürlich mal vorsichtig fragen, wie das Umfeld reagiert. Oder, also es gibt ja dann Hinweise, warum die Leute zu uns in die Sitzung kommen. Also quasi, es gibt ja irgendeinen Aufhänger oder irgendeinen Leidensdruck. Und dann würde ich versuchen, wenn jemand sich zu viel loben würde, was ich aber selten erlebe, zu gucken, ob er diese Kosten oder die andere Seite der Medaille, ob er die irgendwie spüren kann oder sehen kann. Aber ich habe den Eindruck, eher viele Menschen müssen lernen, wieder sich loben zu dürfen und auch zufrieden sein zu dürfen. Und auch mal mit 80%, was ja wirklich schwer ist, zufrieden sein zu dürfen, weil die letzten 20% zur Perfektion unverhältnismäßig viel Kraft brauchen, die dann eben manchmal an anderer Stelle eben fehlt. Genau. Also das heißt, auch wenn man sich unsicher ist, einfach mal nachfragen, einfach auch mal Beispiele erfragen. Genau. Und noch ein Punkt, weil ich das auch im Chat sehe. Ich glaube, wenn man Patienten zu sehr loben würde, man würde an Mimik und Gestik eben stark mitbekommen, ob der innere Kritiker auf die Barrikaden geht und ob er das Lob abwertet. Also unsere Patienten sagen uns das ja und spiegeln uns das durchaus. Und dann würde ich eher den Schritt zurückgehen und sagen, okay, scheinbar bin ich hier zu gut gemeint und wohlmeinend, aber ich bin zu schnell und ich muss da langsamer vorgehen.
Genau, es ist nicht stimmig für Sie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade bei Menschen mit einem starken inneren Kritiker, die ja sehr stark darin geübt sind und ausgerichtet sind, die Erwartungen des Gegenübers und die sozialen Erwartungen zu erfüllen, dass es hier umso wichtiger ist, die unbewussten körpersprachlichen Signale ganz fein mitzukriegen und darauf zu achten, um zu schauen, ist das wirklich das, was Sie empfinden, oder machen Sie das jetzt nur mir zuliebe, um Ihr Bindungsbedürfnis und so weiter zu erfüllen? Ja. Okay. Die Zeit rennt uns davon. Boris, ich danke dir und ich danke dir vor allem, dass du auch mal die Erlaubnis und die Notwendigkeit der Selbstfürsorge von uns Psychotherapeuten, Beraterinnen, Coaches in den Mittelpunkt gestellt hast und uns Fachwissen mitgegeben hast und gleichzeitig ein Gefühl und Übungen auch für uns selber und das nochmal ins Bewusstsein gerufen hast, auch für uns, und hoffe, dass es sich einfach, so wie du es eingeführt hast, jetzt ganz automatisch und leicht bei uns allen fortsetzt und wir ein bisschen mehr auf uns achten und unseren inneren Kritiker vielleicht die Hand anbieten und mit ihm gemeinsam die Lebensaufgaben sinnvoller bewältigen, sozusagen. Und ich freue mich darüber, dass du dich bereit erklärt hast, noch auf WanderMe zur Verfügung zu stehen. Wir werden gleich dahin wechseln. Lisa stellt den Link in den Chat. Und wir kommen auch, also Boris kommt dahin, Manfred und ich freuen uns auf Sie bei WanderMe. Wir brauchen ein paar Minuten, um das hier alles abzuschließen und technisch zu wechseln. Sie können ab sofort über den Link zu WanderMe wechseln. Wir werden noch ungefähr bis kurz vor 9 zur Verfügung stehen. Sie können so lange den Abend da genießen mit Ihren Kollegen und Kolleginnen, wie Sie möchten, sich privat, kollegial austauschen, diskutieren, eine nette Zeit verbringen. Und wir danken ganz herzlich dir, Boris, Lisa und Pascal, für die Unterstützung. Und wir wünschen allen schöne Spätsommerwochen, eine gute Zeit und freuen uns auf den Hypnosalon am 5.10. mit Wolfram Dohrmann zum Thema Suizidalität. Ja, vielen Dank. Bis nachher. Tschüss.